Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn Rockstar Games hat verkackt. Video geht los, viel Spaß dabei. Ja, aber warum und womit hat Rockstar Games denn verkackt? Nun, mit dem Formel 1 Update, denn es gibt einige Sachen, die an diesem Update bzw. die an diesen neuen Rennen echt scheiße sind. Aber bevor wir mit den schlechten Dingen anfangen, etwas mal zum Notieren, eine kleine Trivia. Also, das Formel 1 DLC als solches ist noch nicht erschienen. Alles, was gestern ins Spiel kam, war bereits Teil des Diamond Casino Heist DLCs, sogenannter Dripfeed Content. Ihr kennt es, ihr liebt es. Der beinhaltete nämlich zwei neue Formel 1 Autos, die kennen wir jetzt ja mittlerweile, und die Soundfiles für die Boxenstops. Das ist das einzig Neue, was gestern dann released wurde. Der ganze Rest war schon im Spiel und das war auch der Grund, warum ihr nichts Neues runterladen musstet, sondern warum ihr einfach wie gewohnt GTA Online spielen konntet und auf einmal neue Sachen da waren, weil es halt noch Teil vom letzten DLC war. Aber es wird noch ein komplett eigenes DLC rauskommen, welches wir dann aber auch separat herunterladen müssen. Also da gibt es dann wirklich neuen Content, den wir so noch nicht kennen. Mit diesem DLC bekommen wir dann wahrscheinlich auch unter anderem neue Formel 1 Autos, den Formel 1 Editor Modus und natürlich auch neue Rennen. Und wahrscheinlich wird auch alles behoben, was heute kacke ist, beziehungsweise vieles. Aber wieso ist denn so vieles kacke, beziehungsweise was ist denn genau kacke? Und da fangen wir einfach mal bei dem Trailer an, bei der, ja, sag ich mal, noch besten Sache. Den kann ich euch leider nicht zeigen, den Trailer, aber ich verlinke euch den mal in der Videobeschreibung, denn Rockstar Games hat da so einen kleinen Trailer dazu rausgehauen und da kann man dann mal sehen, was einen so erwartet und wie die Rennen so sind. Und wenn man sich den anhört, denkt man sich so, boah, das ist wirklich krass. Also der Motor soll das wirklich ziemlich nice. Es klingt schon ziemlich krass nach Formel 1. Das kann man auch sagen, wenn man sich nicht so krass mit der Formel 1 auskennt. Das klingt einfach schon Formel 1 mäßig. Aber wenn man jetzt ins Spiel geht und GTA Online spielt, dann ist es einfach überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es sind Standard 0815 Sounds, die meisten Sportwagen im Spiel haben. Und mit Formel 1 hat das einfach absolut nichts zu tun. Und die Sache ist jetzt gut, es ist nicht schlimm, dass sie jetzt vielleicht nicht extra neuen Sound für die Autos gemacht haben. Aber es ist dann schon schlimm, dass sie im Trailer was komplett anderes zeigen. Aber wahrscheinlich sagt ihr so, ja komm, der Sound ist egal, man hat eh immer Musik an oder so, vom Sound merkt man gar nichts. Und da habt ihr auch irgendwie recht, so, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Nur weil der Sound nicht passt, so, zeigt doch mal Sachen, die wirklich kacke sind. Gut, dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Strecken. Und da gibt es halt 7 Stück. 7 neue Strecken, beziehungsweise 7 Strecken, die so noch gar nicht gab. Und das finde ich auch jetzt nicht schlimm, dass es irgendwie nur 7 Stück sind. Ich habe irgendwie eh immer die Devise, lieber ein paar wenige, die dafür gut sind, als 40 Rennen, die dafür dann aber scheiße sind. Also weniger ist in diesem Fall natürlich mehr. Und da muss ich leider sagen, ich bin einfach enttäuscht von diesem lieblosen Streckendesign. Es sind einfach immer dieselben Strecken, beziehungsweise sind es nicht immer dieselben Strecken, aber irgendwie jede Strecke fühlt sich gleich an, wenn du sie herfährst. Und die Sache ist auch, die sind halt auch aus 100% Stunt-Elementen gebaut. Also ich fühle mich leider nicht wie bei einem Formel-1-Rennen, sondern eher wie bei einem Stunt-Rennen, wo ich die falsche Fahrzeugklasse ausgewählt habe. Und das ist auch so eine Sache, weiß ich nicht. Ich hatte den Eindruck, mit Formel-1-Rennen wollten die jetzt mal irgendwie einen ernsten Faktor nach GTA Online bringen. Also so Formel-1-Rennen ist ja schon was, weiß ich nicht, anspruchsvolleres irgendwie, nicht so Stunt-Rennen, die total unrealistisch sind und irgendwie, ha, soll mir Spaß machen. Formel 1, dachte ich, soll ehrlich gemeint sein und dann fährt man irgendwie so eine Stuntstrecke ab und weiß ich nicht, es fühlt sich auch einfach kacke an. Dann kommen wir mal zu den Rennen an sich selber und das liegt leider auch zum Großteil an der Community, da kann Rockstar Games nicht so viel für, aber es ist trotzdem super scheiße, denn die Rennen machen einfach keinen Spaß, denn es gibt einfach den altbewährten, regelmäßigen Massencrash am Anfang, wo jeder einfach jeden rammt, total asozial, und wenn es den mal vielleicht nicht geben sollte, weil man echt coole Leute hat, dann gibt es nach 5 Minuten trotzdem irgendwie immer das erste Kleinkind, was dann verloren hat, beziehungsweise auf dem letzten Platz ist, dann keinen Bock mehr hat, weiterzufahren und sich irgendwie zu beweisen, sondern einfach gegen den Strom fährt, um euch dann zu crashen und euch dann einfach nur das Spiel zu versauen. Und ihr könnt es mir glauben, das fuckt irgendwie besonders in diesem Formel 1 Rennen super krank ab. Also ich hatte das auch so ein paar Mal. Man fährt einfach, ist irgendwie auf dem ersten Platz oder auch auf einem guten zweiten Platz und will vielleicht echt noch was reißen und dann fährt ihr einfach ein anderes Kind einfach in die Karre rein und nervt dich einfach nur. Und weil diese Fahrzeuge auch Open Wheel sind, also alle 4 Reifen sind einfach offen, verhakt man sich einfach super schnell mit anderen Spielern und das ist einfach besonders bei diesen Rennen super anstrengend. Nun kommen wir dann aber nochmal zu der Länge der Runden, beziehungsweise nun kommen wir mal zu den Rennen an sich, denn 10 Runden sind einfach viel zu lang. Ich habe jetzt schon viele Runden gespielt in GTA Online und jede Runde, beziehungsweise jedes Formel 1 Rennen war 10 Runden lang und jedes Mal dachte ich mir spätestens nach der 6. Runde, wann ist es endlich vorbei? Das Problem hier ist nämlich auch, dass man nach 6 Runden nicht mehr viel aufholen kann, zumindest nicht bei Formel 1 Rennen, denn dann hat jeder seinen Platz. Also solange der vor
bevor der nicht irgendwie, weiß ich nicht, langsamer wird oder einen Unfall baut, kannst du ihn nicht mehr überholen. Und da muss ich leider sagen, ab der Hälfte langweile ich mich dann, weil man fährt nur noch irgendwie 5-mal dieselbe Runde, aber nichts passiert. Und weil es auch kein Stunt-Rennen ist, passiert halt auch nichts Krasses. Es ist halt immer nur im Kreis fahren und das ist auch einfach super langweilig. Es fühlt sich einfach super tot an. Und abschließend, was kann man denn jetzt sagen? Wurde Rockstar Games verkackt? Nun, sie haben einfach eine neue Sache ins Spiel gebracht, die einfach viele Kinderschwierigkeiten hatte. Und das waren solche Sachen, die jetzt nicht super schwierig waren, die zu beheben. Es ist einfach so, man fährt einfach nur Rennen, die aussehen wie Stunt-Rennen, aber keinesfalls ernst gemeint rüberkommen. Ich habe es ja gerade gesagt, wenn ich Formel 1 spiele, will ich irgendwie was, weiß ich nicht, was Erwachsenes spielen, will ich richtige Rennstrecken und sowas haben und nicht irgendwas aus Stunt-Elementen zusammengeklatscht. Dann dauern diese Rennen auch noch viel zu lange, beziehungsweise sind im momentanen Modus 10 Runden einfach langweilig, weil zu wenig passiert und weil die Strecken auch einfach langweilig sind. Es gibt keine Abwechslung und außerdem kann man nur mit 2 verschiedenen Autos fahren. Es gibt nur 2 Formel 1 Autos im Spiel, die dann auch noch den Motorsound von absolut unpassenden Karren haben. Wenn ich ein Golfauto fahre, hat das ja schließlich auch nicht den Motorsound von einem LKW und deswegen will ich auch kein Formel 1 Auto fahren, dann aber denken, dass ich im Centorno sitze. Also ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, aber ich fand einfach, dass das stabil enttäuschend war und möchte diese Rennen einfach nicht mehr spielen. Sie haben mir wirklich keinen Spaß gemacht. Ich habe es jetzt 2 Tage lang versucht, aber sie machen einfach schon nach 2 Tagen keinen Spaß und das ist ziemlich schlecht. Aber Leute, es wird ja noch das neue DLC kommen, das eigentliche große Renn-DLC und da wird Rockstar Games das Ganze dann noch besser machen. Aber das ist ja egal, was sie in Zukunft machen. Es zählt ja, was heute der Stand ist und der ist leider kacke. Aber wie sieht es denn da bei dir aus? Bist du auch so enttäuscht vom DLC wie ich, beziehungsweise bist du auch enttäuscht von den neuen Rennen, so wie ich? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare oder abonniere auch den Kanal für die regelmäßigen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, und jetzt würde ich sagen, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.